Nee, das würde dann echt ins... 24 Börse People. Are now in Season 16. Presented by KSV. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 16 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by KSV, Kreditschutzverband für 1870. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zweiter Gast in Season 16 ist Yvonne de Barg, Schauspielerin, Körpersprachexpertin und Managementtrainerin. Sie schult im Jahr mehr als 1200 Menschen in Kleingruppen, in firmeninternen und offenen Seminaren, darunter auch DAX-Vorstände und Leute aus der Politik, und sie bringt mich gerade ein bisschen irritierend mit Fingerzeichen und ich sage einmal auf jeden Fall Servus. Danke. Servus Yvonne. Danke, dass ich da sein darf. Du bist ja auch Podcasterin, wir machen aber keine Crossover-Folge, ein bisschen Karriere, Werdegang jetzt von dir. Ja, Schauspielerin nach einem Studium Sport und Englisch oder begleitend. Wie ist das gelaufen bei dir damals? Die Schauspielerei und das Sportstudium, oh ja. Gott, mein Vater ist Lehrer bzw. war der Rektor einer Schule und der hat gesagt, du musst was Vernünftiges machen, wir waren vier Kinder. Ja, und so habe ich halt Sport studiert. Mir ist nichts Besseres eingefallen, als Lehrer zu werden oder werden zu wollen. Und dann wurde ich entdeckt. Dann bin ich, ja, soll ich kurz erzählen? Na klar. Ich mache mal die mittellange Version. Ne? Ich versuche es relativ kurz zu halten, aber es sind ein paar coole Momente dabei. Also, meine Mutter hat mich angemeldet bei ein paar Misswahlen. So. Mhm. Und das wusste ich erstmal nicht, aber habe ich gedacht, ach, weißt du was, gehst du da hin? Habe Triathlon gemacht zu der Zeit, das heißt so, hatte auch eine ganz gute Figur. Und ich musste ins Wort fallen, damals machte man noch gar nicht Triathlon, oder? Du warst ein Early Bird im Triathlon-Sport. Ja, wunderbar, deswegen war ich auch erfolgreich. Und deswegen hast du auch die gute Figur gehabt im Vergleich zu dir. Ja, Traum. Ich wäre heute gar nichts mehr im Triathlon. Und ich habe aber dann auch aufgehört, als meine Kolleginnen, die Mittrainierenden, als ich gemerkt habe, wie sehr die das machen, wie sehr die das, also wie viele Stunden die da trainieren und wie sehnig die geworden sind. Ich fand das dann irgendwann so unästhetisch, weil es war nicht mehr weiblich und dafür habe ich meine Weiblichkeit viel zu sehr geliebt, als dass ich diese Sehnige wollte. So, und dann habe ich die Misswahlen gewonnen und habe ich ein bisschen Netzwerk bekommen und irgendwann hat mich dann irgendjemand angerufen, hat gesagt, du, wir haben uns doch da kennengelernt, ich bin gerade in Köln mit einer Show für RTL, kannst du mal bitte helfen, mir ist mein Produktionsassistent krank geworden. Und ich, ja klar, komm ich kann dir helfen, ich kann sowas, überhaupt kein Problem, reden kann ich, mit Leuten kann ich umgehen, glaubte ich. Und dann habe ich da geholfen, Thomas Gottschalk und Günter Jauch und Otto Waalkes und diese ganzen Größen, dass ich die vom Hotelzimmer unten in den Saal, wo das aufgezeichnet wurde, hinbringe. So. Und am Ende dieses Abends, da war ja dann noch so eine Aftershow-Party, durfte ich mich dann auch nochmal unter die Gäste mischen. Das war dann meine Belohnung. Und habe mich dann mit Otto Waalkes super verstanden. Also der ist so, so cool gewesen. Und wir haben so gelacht. Und plötzlich kam ein älterer Herr auf uns zu. Der war einen Kopf kleiner als ich. Schon relativ alt, mit Rauschebart, wie so ein Weihnachtsmann. Und er stellt sich vor uns hin und sagt, was machst denn du? Und ich wollte schon sagen, ich studiere Sport und Englisch. Und dann hat mich aber Otto in die Seite reingestupst und hat gesagt, sag, du bist Schauspielerin. Und dann habe ich gesagt, ich bin Schauspielerin. Ja. Und dann war das zufällig der Produzent der Winnetou-Filme, der Edgar-Wallace-Filme, der Otto-Filme und der Loriot-Filme. Und die haben gerade eine Deutsche gesucht,
die weibliche Hauptrolle in einem Italo-Western spielen kann, nämlich die Filmsöhne von Bud Spencer und Terence Hill. Und ich habe gesagt, ich bin Schauspielerin und er, Mensch, dich brauchen wir, lange dunkle Haare, dunkler Teint, du passt genau, du siehst aus wie eine Mexikanerin, machst du kurz Vorsprechen, dann irgendwie, nächsten Tage war Vorsprechen und dann 2 Wochen später saß ich mit Bud Spencer am Essenstisch und habe mit ihm Spaghetti Vongole gegessen und das war der aufregendste Moment meines Lebens. Und das ist doch eine wunderbare Story. Und mit dem Bud Spencer kannst du auch traumhaft über Schwimmen sprechen. Das war ja auch einer der schnellsten. Ja, ne? Ich wollte. Das Problem war nur, ich saß ja genau neben ihm. Ja, ich saß genau über Eck und der hat ja keine, also der hatte Carlo. Mhm. Der hat ja nur so Schlitze, ne? Das ist wirklich so. Und ich habe immer mit ihm gesprochen, ich so, how are you? And it's a nice room here. Mhm. And I love the food you have. Und ich da mit 20 Jahren. Und er immer, Und dann habe ich es mal auf Deutsch versucht, weil ich mal gehört habe, ja, der spricht so ein paar Brocken Deutsch. So, ja, das ist sehr schön hier. Und dann irgendwann stupst mich der Regisseur von der anderen Seite an und sagt, du weißt schon, dass der weder Deutsch noch Englisch spricht. Der ist gerade nur höflich. Oh Gott. Aber ich war 20. Ich war aufgeregt. Bei How Are You muss ich ja bei Ihnen an das How noch denken. Der hat diese Trademark-Geschichte gehabt, von oben Gott, auf dem Schädel draufhauen und so weiter. Ja. Ja. Sprech mal ganz kurz über das Schauspiel. Was waren da deine persönlichen Highlights? Die Highlights waren immer das, was ich gerade in dem Moment gespielt habe, weil ich immer mich voll reingehängt habe, das, was ich gerade gemacht habe. Aber wenn du mir jetzt die Pistole auf die Brust setzen würdest und sagen würdest, was war das Schönste? Die ist im Auto. Dann würde ich sagen, das war schon Motorrad-Cops. Mhm. Kennst du Cobra 11? Cobra 11, ja, das war eine mehr staffelige Serie in den Nullerjahren, glaube ich, oder? Gibt's immer noch. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt aufgehört haben gerade. Ja. Da habe ich ein paar Mal mitgespielt, aber ich habe meine eigene Serie gehabt, das war Cobra 11, aber als Motorrad-Cops, also als Motorrad. Und ich war die Motorrad-Köpin. Köpsin. Und genau. Das war schon cool, weil da durfte ich halt schießen, da durfte ich Helikopter fliegen, da durfte ich Motorrad fahren, da durfte ich mit dem Motorrad über den fahrenden Zug springen, da durfte ich Leute verprügeln, da durfte ich alles, da war gerade Matrix raus. Und wurdest du da gestuntet beim Verprügeln oder durftest du selbst verprügeln? Aber nein, natürlich nicht. Wer mit Bud Spencer gespielt hat, kann auch gescheit verprügeln. Ja, echt, ich habe gesagt, ja. Ey, ich habe mit Bud Spencer Spaghetti Vongole gegessen, ich kann dich hauen. Ich kann dich hauen, ja. Nee, dann. Natürlich das, jagen und so weiter, herrlich. Ja, du, wie das, du kannst dich erinnern an diese Katastrophe mit der Schusspatrone, da hier jetzt in Amerika. Hat es mehrfach gegeben, ja. Baldwin natürlich, ne? Ja, genau, das da. Und wir haben ja hier auch mit Patronen gearbeitet, mit Platzpatronen, ne? Also das ganz selten, aber eben auch. Und selbst mit Platzpatronen, das ist immer doppelt und dreifach gesichert gewesen, dass keine Patrone drin ist, die nicht drin sein muss. Wir mussten sofort, nachdem wir die Szene zu Ende gedreht hatten, nachdem der Regisseur Danke ausgerufen hat, mussten wir sofort die Pistolen abgeben. Sofort. Und wir haben sie erst bekommen, als wir das doppelt gesichtet haben, dass da nichts drin ist und der Waffenmeister. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, wie sowas passieren kann. Aber okay, das würde jetzt zu weit führen. Wir wollten ja noch über was anderes reden. Ja, Brandon Lee war auch so ein Thema, The Crow natürlich. Das hat mich damals so beschäftigt auch. Der ist ja auch beim Film irgendwie. Wie auch immer, das war sicher eine spannende Zeit. Hauen durftest du auch, gelernt beim Bud Spencer haben wir das auch. Serien, Filme, Regisseurin hast auch gemacht, Independent. Was ich noch anspreche aus dieser Zeit, Playboy. Mhm. Ja. Habe ich damit angesprochen? Ja, hast du hiermit angesprochen? Habe ich hiermit angesprochen? Ich fand die ganz toll, die Fotos. Und das war genau zu der Zeit, als ich diese Motorradserien-Heldin da gespielt habe. Und das ist im Fernsehbusiness, ist das so, dass du auch Marketing machen musst. Und dann haben die mich halt gefragt. Und ich habe dann ja gesagt. Also ich war nicht als Häschen da drin. Hallo? Ne, ich war nicht als Playboy-Häschen drin, sondern ich war als Promi da drin. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Riesen. Das möchte ich jetzt mal, ne? Ja, ich richte mich gerade auf. Also nicht in der Mitte so zum Auffalten auf drei Teilen, sondern Promi. Nee. Und das war ganz toll. Das Shooting war toll. Aber jetzt pass auf, jetzt kommt noch so ein
hört ja keiner zu, ne? Nein, das ist ein Podcast nur für mich. Ja, ja, genau, und nur für mich. Das ist schön. Schön. Weil ich habe ich habe dann Wahlkampf gemacht für einen Bürgermeister, der zuerst kein Bürgermeister war, den ich nur gecoacht habe über ein paar Monate, und dann ist er als Bürgermeister aufgestellt worden. Und dann hat er gesagt, ey Yvonne, das funktioniert so gut mit unserem Coaching, mach doch du jetzt meinen Wahlkampf. Und dann habe ich den Wahlkampf gemacht. Mhm. Und auf einmal, das war jetzt vor 7 Jahren, ja, im Playboy war ich vor 30 Jahren. Jetzt pass auf, dann kam die Gegenpartei und hat gewühlt. Und auf einmal ist das ganze Rathaus Kopf gestanden, weil die gesagt hat, oh, aber die Wahlkampfmanagerin von dem, die ist ja im Playboy gewesen. Hirn verbrannt. Und dann habe ich meine auf die Kontakte. Stirn geschlagen, genau. Ja, genau. Da habe ich meine Kontakte angerufen in Köln. Das war ja außerhalb von Köln. Habe ich meine Kontakte in der Presse angerufen und habe gesagt, Leute, das kann sein, dass irgendjemand euch jetzt da was zuträgt. Wahlkampfmanagerin war mal im Playboy. Und dann haben die mir einen Vogel gezeigt und haben gesagt, dein Ernst, Yvonne, ey, wenn wir das bringen, können wir unser Blatt einstampfen, weil das sind solche Eulenkamellen, das interessiert keine Sau. So, und dann war das Ding erledigt. Und Wahlkampf gewonnen und ja, den habe ich auch geheiratet. Und den, echt? Ja, das ist jetzt dann, mein dann Schatz. Dann gratuliere ich mehrfach. Nee, danke. Und auch dem Schatz zu dir. So, haben wir das. Bücher. 11. Elf. Irgendwas. 11. Machen wir die Bücherfigurenzeichnung noch weiter jetzt. Was liest man in deinen Büchern und wie haben sich die über die Zeit reinentwickelt? Ja, das erste Buch, das ich geschrieben habe, das habe ich ja unter Zwang geschrieben, mehr oder weniger. Wenn der Verlag das jetzt, sonst haut er dich, ne? Nee, wenn der Verlag das jetzt hört, das sage ich jetzt nur so, weil es war wirklich ein 1,5 Jahre langer Weg, bis ich das Buch geschrieben habe, das ging über Körpersprache. Und es war so, dass dieser Verlag auf mich zukam und gesagt hat, schreib doch mal ein Buch über Körpersprache, wir haben von dir schon andere Bücher gelesen, da hatte ich so Mama Trostbuch, auch andere Mütter wissen mehr, frag nicht, was du für dein Kind tun kannst, frag, was dein Kind für dich tun kann. Die sind da schon vorher gewesen und der Verlag hat gesagt, du schreibst so schön RTL-ig, schreib doch mal für uns über Körpersprache. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was meinen die damit? Ist das jetzt nett oder ist es jetzt doof? Und dann habe ich mich 1,5 Jahre mal intensiver mit Körpersprache auseinandergesetzt. Außerhalb dieses Ganzen, was ich eh als Schauspielerin schon machen muss. Also wie kannst du wirken, dass es auch so rüberkommt in der Körpersprache. Und habe mich auch mit Körpersprache lesen beschäftigt. Rudimentär, weil das ist schwierig, da gehört viel dazu. Ja, und dann habe ich das geschrieben. Und dann sind da ein paar andere Körpersprachebücher noch rausgekommen. Und dann hatte ich Lust auf Romane zwischendurch, weil ich schreibe wahnsinnig gern. Ich schreibe auch gerne E-Mails. E-Mails, genau, die werden dann zu Romanen. Aber nicht so lange. Nicht so lange. Genau. Und der eine hieß Mann zu, der erste Roman hieß Mann zu verschenken, der zweite 1001 Date und der dritte 111 Gründe, einen Mord zu begehen. Das war die Reihenfolge. Das dritte klingt doch in Wahrheit fast wie ein Sachbuch auch, oder? Mann zu verschenken. Gibt's da die Belletristik fehlt mir noch, das möchte ich auch noch machen, unbedingt. Ja, und letztendlich zufrieden mit deinem Bücherwerk? Ja. Ja. Ja, ich bin zufrieden. Ich bin ja jetzt eher umgestiegen auf das, was, wer liest denn heute noch, ne? Ja. Und ich bin jetzt auf das übergegangen, was die Leute wirklich konsumieren und zwar extrem konsumieren. Das sind Videos mit einem kleinen Mehrwert, mit Lehreffekt. Und ich habe da das, also vor der Kamera habe ich ja keine Angst und ich bringe das auch anderen bei, wie sie das schaffen, vor der Kamera keine Angst zu haben. Und ich habe bei LinkedIn habe ich pro Woche zwischen 800.000 und 1,2 Millionen Views. Wahnsinn. Auf meine Videos. Ja. Ja. Na gut, dann steigen wir in das Hauptthema ein. Yvonne de Barck, ich habe deine Homepage offen. Ich habe deinen Namen nochmal wiederholt, weil die Homepage, die heißt so wie du, mit .de hinten. Und da ist Körpersprache im Zentrum und man sieht dich auf der Bühne jubeln, man sieht dich hinweisen, herum. Relaxed herumhopsen und so weiter. Ja. Ach so, der Film, ja. Der Film, genau. Stimmt. Trainiere deine Körpersprache. Ja, Firmenseminare, Keynote Speaker und so weiter. Was ist jetzt dein Angebot an die Corporates? Ich durfte dich auch als Playerin für DAX-Vorstände und Politiker anmoderieren. Ich gebe ja kleine Gruppentrainings, die nenne ich souverän auftreten bei partieller
oder völliger Ahnungslosigkeit, je nachdem, welches Unternehmen. Team, genau, ja. Genau, da lernen die, wie sie, ja, wie sie souverän wirken, auch wenn sie sich gerade nicht so fühlen, mhm, und auch wie sie mit schwierigen Fragen oder mit vermeintlich schwierigen Fragen elegant umgehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich Medientrainings mache, wenn sich Menschen nicht so wohl fühlen vor der Kamera oder wenn sie Angst haben vor Journalistenfragen. Und das dritte ist dieses Videotraining, das ich den Leuten beibringe, wie sie über Social Media, und LinkedIn gehört auch zu Social Media, wie sie da schön Reichweite bekommen und auch die Zielkunden, die sie wollen. So, das sind meine drei Hauptgebiete. Du bist genau mein 350. Gast in dieser Serie. Yes, genau. Tu mal anprosten mit Wasser. Genau, man hört das auch. Und ich habe mein Learning, dass so ziemlich 349 Gäste bis jetzt mit ihrer eigenen Stimme nicht zufrieden waren. Wie geht's dir mit deiner eigenen Stimme? Ich liebe meine Stimme. Ist doch schön, oder? Ja, ist doch schön. Und also, weißt du, warum? Wenn ihr eure Stimme nicht mögt, ich gebe euch einen Riesentipp. Nehmt ein Mikrofon in die Hand und sprecht rein und gewöhnt euch an eure Stimme und feilt daran. Man kann das ein bisschen verändern, man kann Sprechtraining machen, wenn einem das nicht gefällt. Und das Schönste ist, dass du dann mal versuchst, mit so einem Mikrofon verschiedene Stimmungen in einem Satz. Zum Beispiel, heute ist ein schöner Tag. Oder, heute ist ein schöner Tag. Oder, heute ist ein schöner Tag. Probiert das mal aus, du kriegst so eine Verbindung plötzlich zu deiner Stimme. Und das hilft natürlich auch, mit der Stimme klarzukommen. Und ich habe noch einen Tipp. Ich bin ja mal der Tippgeber. Pass auf, ich habe noch einen Tipp. Guckt euch mal Lux Vox an. Das ist ein, kennst du das? Nein. Na, da blubberst du in einen Schlauch rein, in eine Flasche, die halb mit Wasser gefüllt ist. Und das mache ich jeden Morgen, bevor ich in lange Meetings gehe oder bevor ich in meine Präsentationstrainings gehe oder bevor ich auf die Bühne gehe, blubber ich da rein. Das lockert schon mal die Stimme hier, das lockert hier den ganzen Bereich im oberen Brustbereich. Und sie hat sich gerade auf den oberen Brustkorb geklopft, genau. Genau, und das ist schon mal ein Megatipp. Und das andere ist, dass ihr, oh Gott, können wir das mal machen? Machst du das jetzt mal mit? Ihr müsst das jetzt mal mitmachen. Das ist die beste Übung, um eine klare Aussprache zu bekommen. Mhm. Achtung. Okay. Du musst die Zunge rausstrecken. Die Zunge ganz weit raus. Ganz weit raus die Zunge. Und ganz hart machen die Zunge. Und dann sprichst du mal von 1 bis 10. Und zwar so, ich mache das jetzt mal so, dass ihr es versteht. Und zwar so, dass jede Silbe und jeder Vokal und jeder Konsonant überdeutlich zu hören ist. Ja, wir machen das mal von 1 bis 10 sprechen und überdeutlich betonen. Machst du mal 1, 2, 3. 1, okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, nein. Du machst gerade 4, 7. Ach. Sag nochmal 7. 7. Ah, viel besser. 8, 9, 10. Und ganz wichtig. Zahnarzt? Nein, und jetzt sag nochmal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wenn du es richtig gemacht hast, spürst du jetzt, dass es connected ist, dass es schärfer ist, dass die Konsonanten schärfer sind, dass die Mundwerkzeuge besser aufgewärmt sind. Und das kann man am Tag einfach mal sowas vorlesen und die Zunge dabei rausstrecken. Und ganz wichtig, den Kiefer zu bewegen, sonst wird es genuschelt. Kiefer Wunderbar. Aufmachen. Ja. So. Schulung beendet. Schulung beendet. Danke mal für diesen Input. Wir sind in einem Podcast. Leider, sage ich heute, wird nicht mitgefilmt. Normalerweise ist immer das egal. Das wäre lustig. Ich wäre wieder verarscht worden, wenn man mich gesehen hätte mit der Zunge. Aber Körpersprache. Inwieweit ist beim reinen Sprechen der Körper wichtig? Und dann kommen wir aufs Video. Wie man sitzt, wie man atmet, oder ist es vollkommen egal? Beim reinen Sprechen, ohne dass man dich jetzt sieht dabei, so wie jetzt. Wenn ich meine Podcast-Folgen aufnehme, dann sitze ich meistens aufrecht, und weil das ist natürlich fürs Atmen besser, das ist klar. Und zum Beispiel spielen Gesten auch eine ganz große, ihr seht es jetzt nicht, aber ich gestikuliere hier die ganze Zeit. Die ganze Zeit irgendwas, genau. Ja, weil die Gestikulation, die unterstützt ja auch das, was ihr sagt.
Und wenn ich jetzt nicht gestikulieren würde, würde es irgendwann in ein Leiern übergehen und ich würde trotzdem noch reden und dann würde ich auch keine Pausen machen und das würde sich irgendwann langweilig anhören. Und mit der Gestikulation kann ich einen, und ihr hört es jetzt schon, dass ich mitgestikuliere, kann ich Momente schaffen, da kann ich Highlights schaffen, da kann ich Dinge modulieren, hervorheben und da hilft die Gestikulation. Und da habe ich auch noch, darf ich noch einen Tipp raushauen? Unbedingt. Ja, also wenn ihr gestikuliert, versucht bitte nicht immer dieses Hühnerfüttern zu machen und dieses Hackende, diesen Metzger, ne, und dann haben wir noch dieses vorbereitet und ich freue mich, dass sie alle da sind, weil dann wird auch das Sprechen abgehackt. Und wenn du eher fließende oder kontrollierte Bewegungen machst und die auch mal stehen lässt, dann wird das natürlich gleich, dann wirkt das sehr viel durchsetzungsstärker. Warum? Weil der andere das Gefühl hat, dass du dich unter Kontrolle hast und jemand, der sich selber unter Kontrolle hat, dem wollen wir natürlich gerne hinterherlaufen. Logisch, ne? Absolut. Wir kommen jetzt zum bewegten Menschen, zum körpersprechenden Menschen und du hast da so ein individuelles Medientraining, das ich gefunden habe, wo es auch Feedback-Kultur gibt mit einem ganz speziellen System. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Für den Mund voller Wasser jetzt momentan. Ja, Schluck. Schluck, genau. Da kann ich mich in einem geschützten Raum quasi selbst testen. Ach, ja, das finde ich so geil, nämlich, wenn ich das Wort verwende. Das ist mein Baby im Moment. Baby ist eigentlich schon fast jugendlich, weil ich das schon seit einem Jahr mache. Und zwar habe ich da einen geschützten Raum, eine kleine Gruppe von. Sagst du auch geschützter Raum? Schön. Ja, auf jeden Fall. Schön. Du, die meisten trauen sich ja nicht, Videos zu drehen. Warum? Sie haben Angst vor Bewertungen, sie haben Angst davor, dass es irgendwelche blöden Kommentare gibt. Oh, was ist, wenn meine KollegInnen das sehen? Zwinker, zwinker, genau. Deswegen dem Gender, wegen dem Gendern. Und da gebe ich den Leuten die Möglichkeit in diesem Raum, durch Impulse kleine Aufgaben zu erfüllen, sich vor der Kamera locker zu fühlen, zu wissen, wie sie ihre Körpersprache vor der Kamera einsetzen müssen. Und da dürfen die auch Vorträge halten online und kriegen auch von mir Feedback dazu. Also wenn ihr wollt, bewerbt euch gerne bei mir, dann schauen wir mal, ob das was für euch ist. Ich möchte es noch konkreter verstehen. Ich bin jetzt zum Beispiel irgendein ATX-Vorstand, so sagt man zum hiesigen DAX einmal, ja, und sage, ich möchte mich da jetzt ein bisschen weiterentwickeln. Ja. Jetzt gehe ich zu Yvonne, weil die taugt mir, weil die macht so lustige Sachen auch und spricht so schön. Und spricht so schön und macht immer Gesten, die man jetzt dann nicht sieht. Ja. Wie funktioniert das dann? Dann connectest du mal one-on-one, nehme ich an. Also die Vorstände oder Vorstandsvorsitzende, die zu mir kommen, das finde ich total schön. Die schreiben mich persönlich an. Da schreibt mich keine Sekretärin an, keine Assistentin, sondern die schreiben mich persönlich an. Das finde ich schon mal, dann haben die schon mal bei mir im Stein im Brett. Weil das ist sofort eine andere Verbindung. Und dann sprechen wir darüber, ob wir das vielleicht in einer kleinen Gruppe machen. Gerade im Vorstandsbereich, die sind dann eher, ne, in einer kleinen Gruppe und dann machen wir das. Oder ich habe offene Seminare, da habe ich auch schon Bankvorstände drin gehabt. Das ist auch eher an Führungsebene gerichtet, weil es fängt nicht an, wohin mit den Händen. Das machen wir zwar auch, aber es geht schon ans Eingemachte da. Es geht schon sehr aus der Komfortzone. Und dann wäre so ein offenes Seminar, wo sich jeder einbuchen kann. Das wäre dann die Möglichkeit, ne? Also entweder intern im Inhouse eine kleine Gruppe oder eben einzeln. Und die offenen Seminare sind deswegen so spannend für die Vorstände, weil da kennt sie ja niemand. Da huldigt dir, weißt du, das ist eine ganz andere, da müssen die sich erstmal ihr Standing erarbeiten. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Das ist extrem spannend und es gelingt bis jetzt allen hervorragend und die machen das auch sehr, sehr gut, aber ist halt aus der Komfortzone raus, ne? Und weiß ich, wer sonst noch in dieser Gruppe dabei ist oder ist das zum Teil auch anonym? Nee, ich wähle das aus, wer da reinkommt. Also die müssen zusammenpassen. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel, habe ich im Februar noch einen einzigen Platz frei von 8 Personen und ich schaue da schon sehr genau, wer da reinkommt. Ne? Und die Leute haben auch so ein Schweigeabkommen, nehme ich mal an, oder? Ja, wenn sie sich so gegenseitig bewerten, ist ja doch ein bisschen. Nein, das ist ja nicht bewerten. Das machen Gottes sie Willen. Nicht. Nein, bewertet, es wird hier keiner bewertet. Und ich sage auch nicht Körpersprache, wenn du das oder das machst, das ist richtig oder falsch. Das gibt's ja gar nicht. Sondern wenn jemand mit verschränkten Armen so in sich gekehrt und das Kinn runter, dann heißt es ja nicht, dass es falsch ist.
aber es hat eine Wirkung. Mhm. Und wenn du dich aufrichtest und Pausen einhältst beim Reden und schön auf den Punkt sprichst, die ganzen Skills abfeuerst, dann heißt das ja nicht, dass das gut ist. Es hat eine Wirkung. Es hat nämlich die Wirkung, dass die Leute, dass du die Leute für dich einnimmst und überzeugst und fesselst. So, also es gibt kein richtig und kein falsch. Und das mit dem Bewerten, dagegen wehre ich mich total, weil es ist ja ein, was mache ich gut und was wirkt eventuell unsicher. Das ist der Punkt. Und wenn was unsicher wirkt, obwohl ich mich vielleicht gar nicht so fühle, kann ich das abstellen. Und wenn was unsicher wirkt, weil ich mich tatsächlich unsicher fühle, dann kann ich das auch abstellen. Das heißt, man kriegt in dem geschützten Raum Feedback nur von dir unter Anführungszeichen oder auch von den anderen Teilnehmerinnen? Auch von den anderen Teilnehmern oder Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Ja, das ist ganz wichtig. Ich habe, also ich mache ja nichts anderes den ganzen Tag. Ich habe 3 Seminartage die Woche ungefähr im ganzen Dachraum. Und ich finde es natürlich auch immer spannend, wie sehen andere das? Und ich möchte auch, dass die, die da vorne stehen, dass die auch merken, hey, warte mal, das ist dieser Person jetzt gar nicht aufgefallen, dass ich die ganze Zeit den Seemann gemacht habe. Und diese unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen, die in einem Raum sind, das ist unfassbar wertvoll, von denen Feedback zu bekommen. Und deswegen mache ich auch ungerne Einzelcoaching. Weil ich diese Gruppendynamik und die Feedbacks von den anderen Persönlichkeitsstrukturen, die nicht so sind wie ich, die finde ich unglaublich wertvoll. Ich bin zum Beispiel jemand, ich möchte, dass jemand langsam spricht. Dass jemand langsam spricht und mich fesselt. Und dann gibt es Schnellsprecher, die sagen, nee, mir war das noch zu langsam. Deswegen ist es ganz wichtig, da so einen Mittelweg zu finden. In welchem Tempo hörst du Podcasts, wenn du hörst? 1,5. Und du? Okay, ja, bis zu 3. Kommt drauf an. Und ich musste beim Seemann so lachen, weil ich sitze da nämlich auf so einem Gummi. Den habe ich auch. Ich liebe den. Wie nennt man den? So irgendwie. So ein Sitzkissen. Sitzkissen. So ein Hemorrhoidenkissen. Hemorrhoidenkissen, dass man Hemorrhoiden kriegt. Ne? Gute Besserung. Dass man Hemorrhoiden kriegt irgendwann einmal. Sie sind bis jetzt noch nicht da. Hemorrhoidenkissen. Du hast es bequem. Nein, ich sitze da immer so herum. Du musst da irgendwie, genau. Du kannst, ja, ich weiß nicht, wie, genau. Sie steht und ich gebe dir professionelles Feedback, stehst gut. Wenn ich jetzt auf diesen Button da drücke, bitte warte 20 Sekunden, bis ich zum Computer, also im Koffer der Computer, oder? Weil da im Koffer drinnen ist. Du bist in Wien, was machst du in Wien gerade? Ich gebe morgen ein Video-High-Performer-Seminar für eine kleine Gruppe von 5 Personen. Wir haben ganz unterschiedliche Gewerke da. Wir haben Arbeitssicherheit, wir haben Kosmetik, wir haben Mode, wir haben einen Unternehmer, der, genau, und einen Bankvertriebstrainer, den habe ich auch dabei. Ja, und da kümmere ich mich, dass die Videos aufnehmen und dass die wissen, wie sie Videos aufnehmen, dass sie locker wirken, dass sie Spaß haben dran und dass sie damit auch dann ihre Kunden erreichen. Ihr werdet definitiv Spaß haben in diesem Kurs und auch in den ganzen folgenden, die noch kommen. Ich spiele noch kurz was ein. Hallo ihr Lieben, du Lieber, du Liebe. Es gibt wieder eine neue Folge von Wirke, wie du willst, meinem Podcast für dein Auftreten. Wirke, wie du willst, dein Podcast, süße Musik und du, hallo, hallo, hallo. Herrlich, ja, ich kenne dich jetzt ja schon seit 30 Minuten. Ja, Thema beim Podcast, Wirke, wie du willst, ist ja eigentlich eine beruhigende Aussage, oder? Für die Leute und sie schenkt sich Wasser ein, genau. Ja, Wirke, wie du willst, war für mich das Passendste überhaupt, weil du ja entscheiden kannst, wie du wirkst. Und je höher es geht in der Position, in einem Unternehmen, desto mehr musst du entscheiden, wie du wirken willst, ist meine Meinung. Und desto mehr musst du auch wissen, wie du wirkst. Mhm. Und das spielt ja ein auf das, was ich vorhin meinte, es gibt kein richtig oder kein falsch, sondern es gibt nur ein, ich wirke so oder so. Und wenn du das verändern willst, dann kannst du das. Und das hat nichts mit Schauspielerei zu tun. Schauspielerei ist was ganz anderes. Schauspielerei ist in dem Moment nicht zu lügen, sondern so zu sein, wie ich bin. Und die meisten verstehen Schauspielerei als ich lüge dann und ich bin dann nicht das, was ich bin. Ja, nee, das ist nicht so, weil als Schauspieler bist du in dem Moment das, was du bist. Du bist dann happy oder du bist traurig, sonst kannst du nämlich nicht weinen. Also ich kann nicht quetschen und dann kommen Tränen raus, sondern ich muss mich schon in eine gewisse Stimmung begeben. Und das ist ja die Magie, dass man da sich auch mal traut, sich auf ein
zum Beispiel auf ein Gespräch zu freuen, auf ein Mitarbeitergespräch oder was auch immer oder eine Verhandlung, sich darauf zu freuen, weil sich das überträgt. Was ist denn daran Schauspielerei, wenn du dich wirklich freust darauf? Und ich habe während Corona, habe ich in 2 Jahren 1500 Keynotes gehalten, 1500 Mal, denk, die gleiche. Und dann haben die nach dem 1500. Mal hat das Unternehmen immer noch gesagt, es ging über Videokonferenzen, wie man vor der Webcam auftritt und so weiter, ne, wie man das macht, dass die Nähe hergestellt wird und so. Und die haben immer noch gesagt, boah, ich weiß nicht, hast du schon mal gehalten, den Vortrag? Das hat sich so angefühlt, als wäre das jetzt nur für uns. Und das ist doch das, die Wertschätzung fürs Publikum, das immer wieder neu zu erfinden und sich immer wieder neu zu freuen darauf. Ich verwende immer so gern das Wort. Wieso sitze ich jetzt eigentlich wieder? Genau, stehe ich jetzt auch auf, aber mein Hämorrhoidenkissen, ich wusste nicht, dass das so heißt. Das ist schaut eigentlich wie eine alte Schallplatte aus, nur gebauchter. Dein Podcast, machen wir auch da kurz Figurenzeichnung. Seit wann gibt es den, in welchem Zyklus kommt der und was willst du da vermitteln? Ich habe den Podcast ja angefangen aus Spaß. Und dann habe ich ihn weitergemacht aus Spaß und ich mache ihn immer noch aus Spaß. Das ist mal eine Antwort, ja? Ja, und der kommt jeden Mittwoch, der raus. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Hörer ich habe. Ich weiß nur, dass ein paar Leute mich dann schon anschreiben und dann sagen, oh, ich habe deinen Podcast gehört und kann ich noch mehr Informationen haben? Und ich so, den hören welche? Das ist ja komisch, das Gefühl. Ja, also ich möchte den Leuten, die nicht in ein Seminar kommen, denen möchte ich die Gelegenheit geben oder die Möglichkeit geben, auf die Ohren was zu bekommen, was für sie hilfreich sein kann. Sind wir fast wieder beim Bud Spencer, ne? Etwas auf die Ohren kriegen. Ja, das ist so ein Wortspiel. Ja, das geben wir jetzt nicht. Das hast du erzeugt, dieses Kopfkino jetzt, ja. Na, ich glaube, der Podcast funktioniert recht gut, wenn man so in die Charts schaut. Und das Ziel damit ist auch eine horizontale Erzählung irgendwas oder ist jede Folge für sich geschlossen? Jede Folge ist für sich geschlossen. Mhm. Ja. Was da gerade so einfällt. Ja, genau. Heute Morgen. So wie Morgen ich dich einschätze, skriptest du gar nicht viel rum, sondern redest einfach. Nein, gar nicht. Das ist gut. Nein. Ja, ich liebe das. Ich mache mir, wenn überhaupt, die sind ja so kurz. Das sind ja 5 bis 8 Minuten. Und das ist ja das, was ich auch in Videos predige oder in LinkedIn-Beiträgen. Du musst, also ein Hook, das heißt irgendwas, was die Leute reinsaugt, wo die Leute Bock haben zuzuhören. Geht mal auf mein LinkedIn-Profil und schaut euch das bitte mal an. Das läuft im Moment ganz gut. Und die Videos sind ja auch Problem, Lösung und dann Call to Action. Und das ist ja das, wie es funktioniert, auch im Podcast. Also du erklärst erstmal den Schmerz, das Problem, zum Beispiel Lampenfieber, du hast Angst vor Bewertung und dann erklärst du das, was der Schmerz ist und dann die Lösung dazu. Und dann mache ich immer, also wenn ich dran denke, mache ich dann immer noch eine kleine Summary, einen kleinen Abschluss und das kann ich auch nur jedem raten nach so einer komischen Fragerunde, ne? Ihr kennt das wahrscheinlich. So wie jetzt in dem Podcast, ne? So, ja, da kommt dann nach einer Präsentation, so jetzt bin ich offen für Ihre Fragen und dann kommen die Fragen und dann ist dann irgendwie nach der letzten Frage so, ja, wenn es nichts weiteres gibt, dann wünsche ich euch noch einen schönen Heimweg. Und das ist immer so komisch. Und da habe ich mir angewöhnt, danach noch meine eigene Zusammenfassung zu machen. Das heißt, so, jetzt haben wir noch ein paar spannende Fragen gehört, über die Mimik kam noch was rein, dann kam noch was darüber rein, da haben wir noch den Tipp rausgearbeitet und so weiter und noch so 3, 4 Punkte und dann mache ich meinen Schluss, damit ich die Leute, ja, beende mal den Satz, mir fällt gerade nichts ein. Damit ich meine Leute letztendlich in Eigenkontrolle verabschiedet habe oder jawohl, sonst irgendetwas. Ne? Nämlich, übrigens, ihr LinkedIn-Profil, das werden wir verlinken, das ist ein großer Tipp. Da habe ich mir schon ein paar Sachen für Vorträge abgeschaut. Zum Beispiel, dass man nicht sagen soll, gute Frage oder solche Sachen halt. Ne? Ach so, ja, warum nicht gute Frage? Das habe ich vor kurzem gelesen. Jetzt sollte man vielleicht dieses eine kurz auflösen. Ja, warum nicht gute Frage? Also irgendjemand fragt und der Moderator sagt dann, das ist eine gute Frage oder sonstige. Genau. Der Moderator oder der Präsentierende sagt dann, ja, danke für die Frage. Das ist ja auch schon mal, jeder weiß inzwischen, dass das ein Zeitschinden ist. Das ist nicht höflich, sondern die Leute wollen keine die Frage Ahnung, beantwortet. Was ich antworten soll, genau. Also danke für die Frage. Wenn es geht, einfach eine Pause machen stattdessen. Und das ist eine gute Frage. Das ist auch ganz gefährlich, weil derjenige dann denken könnte, der davor gefragt hat, wie und meins war keine gute Frage. Eine Frage zu bewerten, finde ich für nicht so elegant. Halte ich für nicht so elegant. Weil die anderen dann automatisch nicht so gut sind. Ne? Ja. Außer, also das passiert mir dann auch, dass ich dann sage,
Das ist eine sehr gute Frage. Die bringt mich jetzt genau dahin, wo ich noch hin wollte, nämlich euch noch über Blackouts was zu erzählen. Mhm. Ne, so, also dass dann auch wirklich, dass ich dem auch einen Grund gebe, warum ich das jetzt für eine gute Frage halte. Mhm. Oder für eine sehr gute Frage. Sie hat übrigens vor 3 Minuten so gemacht, hat es nämlich auf die Lampe gehaut. Wir stehen noch immer. Ja, wir tanzen schon fast. Wir tanzen schon fast, genau. Mein Kissen ist verwaist in der 350. Folge. Liebe Yvonne, dein LinkedIn-Profil, deine Homepage, deinen Podcast. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich verlinken soll? YouTube. YouTube. Dann machen wir das. Machen wir so einen Linktree. Finally, ich denke, das, was du tust, macht dir Spaß. Was ist das täglich Leibende, sagen wir Wiener, beim Aufstehen, was sagt, ich freue mich schon wieder auf meinen Job heute. Was macht's aus für dich? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Vielen Dank für diese Frage. Ja, genau. Die Frage ist doch eher, wie gehe ich ins Bett? Mhm. Und ich gehe jeden Abend, wenn ich so ein Seminar gegeben habe oder nach Hause fahre gerade, dann da gehe ich nicht ins Bett. Also sagen wir mal nach dem Seminar, dass ich dann denke, alles richtig gemacht. Weil als Schauspieler kriegst du körperweise Autogrammkarten, die du unterschreiben musst. Und du musst für irgendjemanden unterschreiben, die du gar nicht kennst. Oder du wirst auf der Straße angesprochen für irgendwas, was du gar nicht bist, nämlich für eine Rolle. Und jetzt, wenn ich jetzt auf der Straße angesprochen werde, und ich habe ja auf TikTok habe ich ja 108.000 Follower, das ist mir fast peinlich, mit so einem nischigen Thema wie Körpersprache, das ist völlig irre. Und da wurde ich zum Beispiel in Berlin vor einem Hotel auf der Straße angesprochen und die Frau meinte, so Mädel oder so, war so 25, 26, die meinte, oh, Yvonne de Barg. Und ich, ja, wegen dir habe ich meinen Job bekommen. Ich habe genau das gemacht mit der Körpersprache, was du gesagt hast. Das heißt, ich habe ihr Sicherheit gegeben Ey, weißt du, da krieg ich Gänsehaut, wenn ich das erzähle, Gänsehaut auch auf dem Herzen, wenn ich das erzähle, weil das ist das, warum ich das mache und ich brauche keinen roten Teppich, ich brauche keinen Glamour, Glitzer, ich muss nicht erkannt werden, das ist nicht mein Ding, Gottes Willen, sondern ich will, dass jemand mir sagt, du hast mir geholfen, meinen Job zu bekommen, du hast mir geholfen, in meiner Führungsrolle mich sicherer zu fühlen, hey, das ist doch unbezahlbar. Ja. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Wir sind nämlich schon bei 37 Minuten. Oh, aber es fließt. Du wolltest in 45 Minuten gehen im Vorgespräch. Ganz, ganz schnell gemacht, weil du gesagt hast, schlafen gehen. Für mich sind es immer erfolgreiche Businessphasen, wenn ich nichts mitnehme ins Bett quasi und nicht in der Nacht mit irgendwelchen FOMOs oder sowas aufwache. Mhm. Gelingt dir das auch? Mach mal ein Beispiel. Naja, dass du zum Beispiel mit unerledigten Dingen vor irgendeiner großen Präsentation dann um 3 in der Nacht aufwachst, weil du es mitnimmst in den Schlaf. Nee, nicht mehr. Nicht mehr? Nee, nicht mehr. Aber mir ist schon passiert, dass ich lerne ja immer den Anfang. Also ich halte ja schon Keynotes relativ regelmäßig. Und wenn ich mal einen neuen Anfang ausprobieren möchte, Anfang weiß ich immer auswendig, Ende weiß ich immer auswendig. Ich will wissen, wie gehe ich rein? Ich will wissen, wie gehe ich raus? Ich will wissen, was ist das What's in it for me für den Zuschauer? Und da bin ich schon mal um 2 Uhr morgens schweißgebadet aufgewacht, bin im Pyjama aufgesprungen, hab mir mein Handy hingestellt und hab den Anfang nochmal geübt, damit ich das drin hab. Und jetzt noch ein super Tipp, den musste ich verkacken. Sorry, dass ich es so sage, Verkacken. Kinder auch immer, das ist ein Jugendwort geworden. Ja, danke. Also der musste daneben gehen, weil wenn die Generalprobe daneben geht, dann wird's erst richtig gut. Und was heißt das umgekehrt? Das heißt, wenn das Handy lief dann um 2 Uhr früh, ich so in meinem Schlafanzug, ich trete vor das Handy und dann mache ich das und erzähle ich dann meinen Anfang und hab's nicht richtig hinbekommen. Und das hat mich dann beruhigt, weil ich wusste, wenn ich es jetzt nicht hinbekomme, dann wird's morgen richtig geil. Richtig geil ist ein richtig geiles Schlusswort und ich schmeiß dich jetzt raus, weil du ja gehen musstest eigentlich. Hat mir unpackbar Spaß gemacht, liebe Yvonne. Wir schauen beide auf die Zeit. Wir sind circa die Hälfte dieser 38 Minuten gestanden. Das ist für mich eine absolute Premiere. Und ich sage danke, dass du da warst. Danke dir. Big Hug und an euch da draußen. Danke fürs Zuhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite. Und sie muss sich jetzt noch verabschieden. Nimmt das Mikrofon nochmal. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Schaut rein bei Wirke, wie du willst. Und einen letzten Satz habe ich noch für euch.
Nutze dein Lächeln, um die Welt zu verändern, aber lasse nicht zu, dass die Welt dein Lächeln verändert.